Gab es nicht auch mal Zeiten, wo du vielleicht selbst unsicher warst oder hinschmeißen wolltest? Immer. Habe ich jeden Tag 25 Mal. Martin! Tietchen! Hosen runter! Als mein heutiger Gast die allererste Staffel von Promi Big Brother Late Night moderiert hat, hat sie was ganz Besonderes geschafft. Nämlich noch unbekannter zu sein als die Promis im Container. Aber heute ist sie ein Star und deswegen ist sie hier bei Hosen runter. Willkommen, Melissa Karley. Hi. Na? Na, du so? Spürst du meine Hand an der Wand? Oh, zum Glück nicht. Fändest du die eklig? Wenn ich, ja, du sitzt auf dem Klo. Ja, aber ich habe doch noch nichts gemacht. Weiß ich doch nicht, ich sehe dich nicht. Es wird auch nichts passieren, glaube ich. Das nur zur Formateinführung, Melissa. Das ist nur eine Kulisse, okay? Kann sein, dass ich vielleicht pupse, aber einfach so aus Gewohnheit. Ich habe vorhin überlegt, irgendwie weiß ich gar nicht, was ich dich fragen soll. Ich habe das Gefühl, ich weiß schon alles von dir. Weißt du das? Warum? Was? Weil wir uns so lange kennen. Oh Gott, wir kennen uns, pass mal auf, ne? Jeden Dienstag brunchen gehen. Auch das. Und ich habe mal vor kurzem darüber nachgedacht. Ich war 23, als wir mit Joyce angefangen haben, ne? Ich werde jetzt 30. Guck mal, die Kollegen sagen schon fuck, wenn ich komme. Die Rosen sind aber auch schon etwas welk. Ja. Genauso wie... Warte, lass mich. Ich suche eine Assoziation. Wie dein Gesicht. Aber weißt du, was dir aller wichtigste ist? Mein neues Album! Ja! Ja! Nein! Ah! Nein! 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 Was will denn Joko Winterscheid eigentlich hier? Ja, ganz heiß gerade, aber ist auch ein schönes Gefühl, ne? Ja, du bist immer noch besoffen, ne? Nee, ist er nicht. Daniel, was sagen denn die Leute aus dem Chat? So, wie schaut's aus? Du moderierst seit Jahren bei Six Promi Big Brother Late Night. Ja. Ich weiß, das ist jetzt eine 0815-Frage, so willst du selber in den Container gehen? Aber wie ist denn das? Also man muss ja eigentlich schon hinter dem Format stehen, oder? Was ja auch heißen würde, wenn ich es moderiere, muss ich es ja eigentlich auch so cool finden, dass ich reingehen will. Nö. Nö, also ich find das Format tatsächlich, Big Brother an sich fand ich schon immer super faszinierend. Yeah. Ich kenne dieses Format ja schon seit Tag 1 und das mit Celebrities zu machen ist ja auch weltweit super erfolgreich und was da halt abgeht, ich finde das halt schön zu gucken. Mir macht das super Spaß und ich stehe hinter diesem Format, weil ich das halt mega feier, was da halt passiert und dieses Konzept an sich. Du hast jetzt aber auch einen großen Schritt in eine bessere Richtung gemacht. Du moderierst jetzt The Voice Kids. Warum meinst du, dass eine gescheiterte Popstars-Kandidatin eine geeignete The Voice-Moderatorin wäre? Ich sag's mal so, ich war, jetzt willst du mal auf meine Popstars-Karriere zurückgreifen, ne? Eine kleine, kleine Ratte. Viele wissen das nicht. Du hast versucht zu verstecken, oder? Ja, ich habe es versucht zu verstecken. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Weil tatsächlich muss ich sagen, wenn Popstars nicht gewesen wäre, ohne Witz, jetzt wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht da, wo ich bin. Wir müssen auch gar nicht so lange über Popstars reden. Mir geht es jetzt eigentlich eher um The Voice Kids. Ich meine, das ist ja eine geile Nummer. Wie kam das zustande? Gute Frage. Ich war beim Casting. Ich wurde zum Casting eingeladen. Wie sieht so ein Casting aus? Du durchläufst quasi alles das, was du als The Voice Kids Moderatorin eben auch machen musst. Du hast, du musst moderieren in die Kamera, du quatschst mit so Kindern, quatschst mit so Familien. Die wollen natürlich dann sehen, wie du da so, ja, ob du Empathie hast, ob du geradeaus drei Sätze sprechen kannst. Yeah. Ich weiß es auch nicht. Irgendwas habe ich wohl richtig gemacht. Ich kann es ja auch nicht wirklich sagen. Aber ist es der beste Job bis jetzt? Der beste Job ist immer schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall das Format, was ich zu 100% bin. Ich freue mich wirklich wahnsinnig für dich, dass das mit The Voice geklappt hat. Danke. Du bist so eine Person, der man das irgendwie gönnt. Da fiebert man irgendwie mit. Dankeschön. Die Branche ist ja, glaube ich, ziemlich hart. Da geht es ja irgendwie rauf und runter und mal werden Sendungen abgesetzt, es werden Sender dicht gemacht, dann wird man wieder 2 Jahre lang gar nicht gebucht, dann wieder doch. Mhm. Hattest du jetzt bei diesem Job das Gefühl, okay, geil, ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen den Durchbruch geschafft? Kann ich dir so ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Also, wann hat man denn den Durchbruch geschafft? Ist es für dich, wenn du finanziell stabil bist? Ist es dann, wenn dich jeder kennt oder dann, wenn die Jobs von alleine reingeflogen kommen? Was ist für dich der Durchbruch? Na, es ist eine 2015-Show, ne? Also das ist schon eine große Nummer. Auf jeden Fall, und das ist auf jeden Fall für mich ein ganz großer Step. Und der nächste Step, den ich mir sehr erhofft habe und der natürlich auch da irgendwie da ist,
Aber ich glaube, dass der Struggle immer da sein wird in unserer Branche. Ich glaube, dass du nie aufhören darfst zu sagen, gut, jetzt habe ich den Durchbruch geschafft. Ja. Gucken wir mal, ne? Jetzt müsste doch auch einfach mal alles zu mir hergeflogen kommen. Ich glaube, das ist so halt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass du nicht aufhören darfst, irgendwie weiter daran zu arbeiten, an dir selbst zu arbeiten und weiterzumachen. Und diesen Struggle, den hast du immer. Und wenn du den nicht mehr hast, dann hast du aufgegeben. Ja. Weil dann brauchst du auch gar nichts mehr machen, weil dann ist es vorbei, dann kannst du auch... Du klingst jetzt wahnsinnig tough wie eine Motivationsbuchschreiberin, aber gab es nicht auch mal Zeiten, wo du vielleicht selbst unsicher warst oder hinschmeißen wolltest? Immer. Habe ich jeden Tag 25 Mal. Also ich glaube, auch das ist normal. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch im Sinne von... Ich fühle ganz viel. Es kann sein, dass so ein Tag bei mir kann gefühlsmäßig so aussehen, dass ich morgens aufstehe und mir denke, ach, das ist alles toll und es funktioniert. Ich liebe das. Und nach 3 Stunden sitze ich da und denke so, okay, ist doch eine Scheiße, ich muss umdenken. So kann das nicht funktionieren. Also weißt du, und natürlich so Phasen, wie du gerade gesagt hast, dass man keine Ahnung, Durststrecken hat oder dass man wirklich an so einem Punkt ist, wo man sagt, was mache ich falsch? So, ich glaube, das kennt jeder von uns und das muss auch sein. Und ich glaube, dass genau die Phasen aber, ne, der Weg sind und dass genau das Richtige ist, weil du ja dann anfängst, was zu machen. Wenn es ja läuft, bist du ja beschäftigt, das zu machen, was du da gerade gekriegt hast. Ne? Aber in so Phasen, wo gerade wirklich nichts ist, dann versuchst du ja an dir zu arbeiten und merkst so, shit, so, da passiert gerade nichts. Ja. Und dann, danach spreche ich dir, passieren wieder geile, große Dinge. Ja. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm gonna be strong. I'm gonna work harder. Beyoncé hier. So, lass die Wand stehen, Melissa. Melissa. Ja. Würdest du sagen, du bist eher Deutsche oder eher Iranerin? Schwierige Frage. Es ist definitiv beides. Also man hat halt beides. Ne? Also ich bin natürlich sehr, sehr iranisch von zu Hause aus auch aufgewachsen. Mit den iranischen Werten und mit Tradition und auch mit der Sprache. Aber beruflich und auch in der Schule damals war das bei mir sehr deutsch alles. Ja. Yeah. Das war so, gibt es gar nicht so, dass ich sage, ich war in so einem persischen Freundeskreis auch, weißt du? Das hat man ja oft, ne? Ja. Yeah. Schade eigentlich, weil das wäre vielleicht auch mal ganz schön gewesen, aber gab es tatsächlich bei mir irgendwie nicht. Es war mal alles sehr deutsch und was okay. Aber auch gut ist, ne? Also ich glaube, es hat mir auch sehr viel geholfen. Meine Eltern, klar, können die gut Deutsch, aber das war jetzt... Meine Mutter und mein Vater wollten auch mit mir zu Hause nicht Deutsch sprechen, weißt du? Mhm. Was sollen die mir denn ihr gebrochenes Deutsch beibringen? Funktioniert ja nicht. Ja. Also deswegen hat meine Mutter auch zu Hause immer gesagt, du, pass auf, du sprichst mit mir Iranisch hier, weil das ist... weil ich natürlich dann von der Schule nach Hause kam und auch vom Kindergarten nach Hause kam und halt nur Deutsch gesprochen habe. Okay. Und das wollten die nicht. Die haben gesagt, guck mal, weil das gibt's ganz oft. Die Kinder verlernen dann ihre Muttersprache. Aber es war halt alles ein bisschen anders. Und umso älter ich wurde, umso mehr habe ich meine Wurzeln zu schätzen gewusst. Und weiß das jetzt sehr zu schätzen und lebe das auch total. Ja. Und liebe das auch an mir selber. Deine Eltern sind in den 80ern geflüchtet aus dem Iran nach Deutschland. Mhm. Würdest du sagen, dass du durch die ganze Flüchtlingswelle und die ganze Berichterstattung vielleicht nochmal ein neues Bewusstsein dafür bekommen hast, was deine Eltern damals durchgemacht haben? Das hatte ich die ganze Zeit. Das hatte ich die ganze Zeit, weil meine Eltern uns das auch nie haben vergessen lassen. Mhm. Weißt du? Weil meine Eltern auch selber aktiv waren über die ganzen letzten Jahre über und uns auch immer mitgenommen haben und uns gezeigt haben, pass auf, hier haben wir gewohnt und wir helfen jetzt aber auch denen. Also okay. Das haben wir schon als Kinder auch gemacht. Ne? Die haben das uns auch immer erzählt, also beziehungsweise vor allem mir, weil meine Schwester hat das ja alles mitgemacht. Meine Schwester war damals 3 und als sie aus dem Iran kam und hat das ja alles miterlebt. Ich war halt diejenige, die, sag ich mal, das Glück hatte, geboren zu werden in einer bayerischen Kleinstadt. Den ganzen Struggle, den sie vorher hatten, mit von einem Flüchtlingsheim ins andere Flüchtlingsheim, mit 5 Familien in einer Einzimmerwohnung zu wohnen. Meine Eltern haben Erdbeeren gepflückt, weißt du? Mhm. So, und das waren so die ersten Jobs, die sie hatten. Ich glaube, dass es wichtig ist, das immer wieder einem bewusst zu machen, dass das, was ich jetzt lebe und wie ich leben darf, das nicht von irgendwo herkommt, sondern das kommt daher, dass meine Eltern einfach sich einen Arsch aufgerissen haben, damit ich jetzt so leben kann. Gibt es manche Bekannte oder Verwandte oder Freunde der Familie, denen du nicht persisch genug bist, sondern zu deutsch und verdorben? Gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch, das sind, glaube ich, Perser an sich sehr, sehr, sehr liberal.
So, was ist, wenn du jetzt sagst, Leute, übrigens, nächste Woche kommt ein Playboy raus, ich bin vorne drauf. Weißt du, das sind so Dinge, das sind meine eigenen Prinzipien. Das hat, glaube ich, nichts mit meinen... Wenn ich meinen Eltern sagen würde, passt auf, ich will das unbedingt, das ist mein Ziel und das habe ich mir vorgenommen seit Jahren und wenn ich das mache, dann habe ich meinen Lebenstraum erfüllt, dann sagen sie, bitteschön, mach, weißt du? Ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich selber, das wäre etwas, was ich selber gar nicht wollen würde. Deswegen würde ich in diesen Konflikt mit meinen Eltern, glaube ich, gar nicht kommen. Okay. Melissa, wir machen jetzt mal thematisch die... Kurve? Wir machen jetzt die Kurve und machen auch thematisch das Nachttischschublädchen auf. Ach Gott. Was ist da bei dir drin? Kennst du diese Teile, die man so auf den Kopf stellt und dann massierst du deine Kopfhaut damit? Ja. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte dir aber. Du willst dreckige. Ich wollte Sexualität wollte ich mit dir besprechen. Ich weiß, aber sowas habe ich gar nicht. Bumm, das glaube ich nicht. Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Darauf bin ich auch sehr, sehr stolz und weiß nicht, ob man darauf stolz sein sollte. Aber ich würde das nicht übers Herz kriegen. Wenn ich jemanden liebe, dann gehe ich nicht fremd. Bevor ich das mache, trenne ich mich. Wie stehst du zu One-Night-Stands? Bin ich ehrlich gesagt nie so der Fan von gewesen. Gab es vielleicht mal ein oder zwei, weiß ich jetzt nicht. Aber kann ich wirklich, also ohne Witz, nicht mehr als ein oder zwei wahrscheinlich. Weil ich das nicht... Du weißt nicht, was das für ein Mensch ist. Was ist, wenn das ein Serienkiller ist? Und dann? Ich glaube, das ist aber der Reiz für viele. Die Ungewissheit. Viel Spaß mit dem Reiz, dann zu sterben nach dem Sex. Also viel Spaß. Ja, vielleicht nicht mit dem Gedanken, oh, vielleicht ist er ein Killer. Mal gucken. Das wird es jetzt nicht sein. Melissa, wenn du mal rechts neben dir schaust, da siehst du Klopapier. Mhm. Und da sind Fragen deiner Fans und unserer Zuschauer drauf. Ach, wirklich? Das heißt, meine Fragen sind jetzt vorbei. Ich glaube, jetzt wird es noch mal ein bisschen hart. Dafür kann ich nichts. Okay. Trägst du Unterwäsche manchmal zweimal? Auf gar keinen Fall. Noch nie gemacht? Umgedreht vielleicht. Keine Ahnung. Man kann ja auch kaufen. Nach einem One-Night-Stand. Wie war dein erstes Mal? Schön. Ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, es war, ich war damals in einer Beziehung. 4 Jahre lang mit jemandem. Und es war in Griechenland, in Santorini. Okay, also auch noch ein schöner Ort. Ja. Wie geht man während eines Dates am unauffälligsten auf Klo, also wenn Nummer 2? Du hast sehr spannende Fans, Melissa. Das weiß er ja nicht, ob du Nummer 1 oder Nummer 2 machen musst. Man könnte es an der Zeit vielleicht erkennen. Nö, dann kommst du zurück und sagst, oh, Frauentoilette. Da war so eine Schlange an der Kasse. So eine Schlange. Alles klar, Melissa, das war's schon fast. War mir ein Fest? Ja, mir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vergiss nicht, den Po abzuwischen. Ja, das sowieso. Was ist dein Plan B, wenn alles fernsehtechnisch den Bach untergeht? Was machen wir dann? Plan B. Dann mache ich eine Hundeschule auf. Nein. Fände ich ein gar nicht Katzen, schlecht. Ich mache ein Katzencafé auf. Oh nee, nein, ich mache einen Kaffee auf für Hunde, die dann da reinkommen können und Kaffee trinken können. Vielleicht male ich auch einfach. Malen ist ein gutes Stichwort. Neben dir findest du Stifte. Du darfst jetzt gerne an der Wand verewigen. Hm. Und lass dir gesagt sein, Melissa, du bist mein Spirit Animal. Also ich muss sagen, du bist eine Frau, die ich schon sehr bewundere. Deine Karriere ist wirklich auch eine Sache, die mich sehr motiviert und nach vorne bringt. Und deswegen Hut ab, Respekt. Danke. Du verdienst alles, was du gerade erreicht hast. Melissa, es war schön mit dir. Danke. Und falls ihr noch Fragen haben solltet, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht Fragen habt für meinen nächsten Gast. Habt ihr vielleicht ein paar fiese, schmuddelige oder ehrliche Fragen? Schreibt es auch gerne rein. Was machst du denn da? Ich versuche mich zu verewigen. Ich moderiere hier noch, ja? Entschuldige. Also, abonnieren auch nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Melissa, ja. Hände waschen nicht vergessen.